So, herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Offroads, hier auf meinem Kanal und heute wieder ein Video über einen Offroad-Park, in dem ich schon mal vor 3 Jahren war, der sich aber mittlerweile sehr gut entwickelt hat, die Bedingungen vor Ort mittlerweile top geworden sind und der aber in Polen liegt, Nähe Jelenia Góra. Ich blende euch mal die Kontaktdaten ein. Das ist der 4Active Offroad Park und den kann man über Freddy, über Telefonnummer bzw. über Instagram zum Beispiel, ist auch vertreten, kann man den Freddy kontaktieren, kann hier ein Haus buchen bzw. sich anmelden und dann ist man hier vor Ort herzlich willkommen und es steht einem schönen Wochenende oder einem schönen verlängerten Wochenende nichts mehr im Wege. So, jetzt gehe ich mit euch los, zeige euch hier ein bisschen die Bedingungen, was hier vor Ort ist oder was hier nicht vor Ort ist und somit seid ihr wieder im Bilde und könnt euch vielleicht mal überlegen, ob ihr hier mal herfahrt. Okay. Dann let's go. Ja, da fangen wir gleich mal an mit den Stellplätzen. Diese Richtung geradeaus ist die Einfahrt. Und ihr seht schon, hier oben haben wir so ein kleines Plateau, wo man sich hinstellen kann. Und auf der Rückseite ist auch ein Stromanschluss. Ne? Ihr dürft hier bloß nicht zu viel oder zu starke Geräte anschließen, weil dann kommt die Sicherung dauernd. Also immer ein bisschen smooth, auch für Kaffeemaschine und einen kleinen Backofen, sage ich mal, ist das alles kein Thema. So, dann schwenken wir gleich mal hier rum. Hier ist Stellplatz 2, das Plateau ist Stellplatz 1, mit dem dahinter liegenden Clubhaus, wo man sich abends hinsetzen kann, erzählen kann, gerade bei dem Wetter. Ne? Ihr seht es ja wieder gerade auf der Kamera, es schneit gerade wieder ein bisschen. Als nächstes haben wir da hinten diese Holzhütten. Die kann man ebenfalls über Freddy buchen. Preise werde ich nicht sagen, weil das müsst ihr dann mit Freddy alles klären, weil das, ne, Preise, wie kennen wir es ja, die variieren immer unterschiedlich. Variieren. Wir gehen auch noch mehr in ein Holzhaus rein, dann zeige ich das von innen. Wir gehen ins Clubhaus. Wir gehen noch da hinten in diesen Container. Dort sind auch Toiletten und Duschen. Und hier auf der Wiese hinten kann man auch noch mal campieren, wenn es vorne hier auf den Plätzen 1 und 2 zu voll ist. Hier stehen gerade aktuell die Matrix. Ja, also wunderbar. Und ihr seht ja da, wo die ATVs stehen, da geht es gerade durch, hinten im Gelände. Immer nur in diesem Weg. Ja, und dann kann man hier überall so ein bisschen die Hänger abstellen. Also das klärt alles mit Freddy ab, das läuft schon. Ne? Da runter, da ist nämlich noch ein Waschplatz. Also wo, wenn ihr aufs Gelände kommt, eure Kram ein bisschen abkärchern könnt. Von da aus gehen wir ins Clubhaus, ins Holzhaus und dann geht's weiter. So, im Clubhaus angekommen. So sieht das hier drin aus. Ich hoffe, ihr könnt das der Kamera gut erkennen. Ja, hier haben wir gestern Abend gesessen. Schön große Ledercouch. Da kann man sich gemütlich machen, kann hier was trinken und ist hier gerade bei den Wetterbedingungen, die hier herrschen, ist man hier gut geschützt. Natürlich ist hier auch ein Ofen drin, den kann man anheizen. Hier sind noch mal schöne große Sitzmöglichkeiten, also Tische und Stühle ausreichend. Man kann auch bei Freddy Frühstück buchen. Allerdings aktuell pro Person 12 Euro. Mal gucken, was dabei ist. Wir haben das für Samstag geplant. Mal gucken, wir lassen uns überraschen. Ne? Ja. Man kann sich natürlich sein Essen noch selber mitbringen, beziehungsweise gar nicht weit von hier ist eine Tankstelle und ein Einkaufsladen unten im Ort. Und da kann man sich dann auch was kaufen, wenn man was vergessen hat, etc. Ist alles kein Thema. Ja, dann gehen wir mal weiter. Hier im Clubhaus sind auch Toiletten. Hier sind die Toiletten. Ne? Hier ist ein Waschbecken hier vorne im Vorraum. Und da kann man die Lichter machen und dann hat man hier saubere Toiletten. Ne? Auch hier alles kein Thema. Also für Hygiene ist gesorgt. Okay.
Fernseh ist da, ne? Ihr seht's, also kann nichts schief gehen. So, jetzt hier vom Clubhaus gehen wir ins Holzhaus. Da sind aktuell von uns welche untergebracht, deswegen können wir da auch rein. Und da zeige ich euch mal das Holzhaus von innen. Gehen wir mal in das Holzhaus rein. Hier vorne ist der Eingangsbereich. Ihr seht schon, sehr schön. Schönes Naturambiente. Sehr toll. Einwandfrei. Ja, hier links geht es auch gleich ins Bad. Mit schöner großer Dusche. 1x1,30, 1,40, keine Ahnung. Schöne Toilette, sehr sauber, warm, gepflegt. Also, was will man mehr? Ne? Und ganz wichtig, dieses Holzhaus ist für 6 Personen geeignet. Also man kann sich den Preis durch 6 teilen und dann ist es gar nicht mal so teuer. Gut, gehen wir weiter. Hier unten ist der Wohnbereich. Hier ist auch ein Fernseher. Ja. Also Fernseher ist da, Treppe nach oben. Hier hinten wird noch eine Terrasse entstehen, so wie ich gerade sehe. Eine überdachte, da kann man dann abends ein bisschen chillen. Sehr schön. Hier auch wieder eine Ledercouch, Tisch. Die Menschen werden nicht mitgebucht, die sind ja nicht da. Ah, da, guck mal, moin. Na hier, Schlawiner. Hier ein schöner Esstisch und hier eine Frau mit Küche. Ist inklusive. Inklusive. Ja, also da könnt ihr euch dann was zu essen machen. Wunderbar. Das sieht wirklich toll aus. Kühlschrank vorhanden. Kühlschrank vorhanden. Na klar. Was für ein Ofen? Kein Backofen. Kein Backofen. Keine Kaffeemaschine, die haben wir mitgebracht. Ah, und keine Kaffeemaschine. Aber Geschirr und alles ist da? Geschirr ist da, ja. Mit Töpfen. Keine großen Töpfe, 2 kleine, 1 Pfanne. Ah. Gut. Und Wasserkocher? Ja. Ja. Gut zu wissen, gut, dass du es erwähnt. Hier füllen wir rein, das gehört dazu. Ja. Ja gut, da müsste man sich, wenn man noch Ansprüche hat, vielleicht was mitnehmen, ja. Toaster. Und Kühlschrank ist mittelgroß, reicht für viel. Toaster, wenn man es mag, ja. Ja, wenn man Brötchen aufbacken will, ist natürlich morgens schlecht. Ja, aber ja. Wir hatten ja, habe ich gesehen im Clubhaus, ja. Ja, ja. Das ist ein bisschen was ist da. Ja. Vorsicht, leer. Das ist leer. Das ist leer, okay. Das da unten ist auch leer. Ja, das ist auch leer. Leer ist leer. Ach, da ist ja noch ein Zimmer, genau. So, hier ist dann auch noch ein Zimmer. Da ist schon mal das erste Zimmer, wo 2 schlafen können. Ihr seht, Einzelbetten, also es muss nicht unbedingt ein Pärchen sein, es können auch 2 Kumpels sein oder Kumpeline, wie auch immer. Ne? Schönes Schlafzimmer, wunderbar. Schränke wären natürlich noch ein Highlight, aber da sind wahrscheinlich nur diese Dinger für. Ja. Naja, es ist besser als im Zelt. So, dann gehen wir mal hoch. Die Treppe im betrunkenen oder angetrunkenen Zustand, muss ich vorsichtig sein. Weil hier ist kein Handlauf dran und da könnte unter Umständen schwierig werden. So, gehen wir nach oben. Hier ist gleich geradezu nochmal eine Toilette für die obere Etage. Ne, klein, fein, nichts Dramatisches. Für den Toilettengang in der Nacht völlig ausreichend. Und dann haben wir hier rechts auch gleich das nächste Schlafzimmer. Auf der Giebelseite hier wieder ein schönes Bett. Und hier ebenso ein Bett. Und nicht zu vergessen, der Ausblick. So, und genau auf der gegenüberliegenden Seite ist auch nochmal ein Schlafzimmer. Hier sind allerdings, kann ich jetzt nicht mitarbeiten, eigentlich sollten hier auch nur 3 Betten sein, oder 2 Betten, Entschuldigung. Hier sind aber nochmal 2 Matratzen. Und hier ist auch ein Bett. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und hier auch gleich nochmal so eine kleine Terrasse dran, wo man morgens ja mal sitzen könnte. Ne? Könnte schön Kaffee trinken, Zigarettchen rauchen, wenn man aufhört, wenn man das möchte und braucht. Ja, das ist so das zu dem Holzhäuschen hier. Diese Jahr sind sehr schick und ich denke eigentlich ziemlich luxuriös. Ja, gut, dann gehen wir mal weiter. Zeige ich euch draußen noch ein paar Sachen. Raus aus dem Haus. Und jetzt gehen wir mal hier an den Holzhäusern entlang weiter. Richtung Stellplatz 1. So, dann gehen wir jetzt von der anderen Seite hoch.
beziehungsweise erstmal hier rüber, wenn man nämlich hier oben auf dem Stellplatz 1 ist, kann man die Treppe herunter und kann auch hier unten auf Toilette gehen. Und Duschen sollen ja auch sein, habe ich aber noch nicht erkundet. Da gucken wir mal rein. Ah ja, ja, ihr seht's. Schöne, saubere Toilette, Waschbecken. Und da ist tatsächlich auch die Dusche. Ist aber leider unbeheizt und bei den Temperaturen ein bisschen frisch. Ne? Dazwischen ein Waschbecken, wo man was abspülen kann. Und hier auch nochmal das gleiche in grün. Dusche, Waschbecken und Toilette. Warum die Tür hier offen steht, vielleicht allerdings, weiß ich nicht. Des Weiteren kann man hier aus dem Brunnen, kann man sich Brunnenwasser ziehen, ne? Einfach pumpen, dann läuft das da raus. Ganz easy peasy. Okay. Ja, ach, was es noch hier zu sagen gibt, hier ist die Einfahrt. Man kommt praktisch aus der Richtung. Die Einfahrt ist ein bisschen tricky, weil der Weg von dort vorne bis in den nächsten Ort ist ein Feldweg. Und der Feldweg ist teilweise ganz beschissener Weg. Man muss da wirklich mit dem ersten Gang fahren und wirklich langsam durch die Löcher durch und so. Also das ist ein mühsam. Ich sag mal, hier runter bis zum Ort fährst du 5 Stunden und hier bis zum Park fährst du nochmal 5 Stunden. Na, war natürlich ein Scherz, ne? Aber es ist schon, ist ein blöder Weg. Ja, und wie gesagt, wenn du dann angekommen bist, durch das Tor da vorne durch und dann bist du auch hier schon hier vorne und dann fährst du auf Stellplatz 2 oder 1. So, ich gehe mit euch jetzt nochmal hoch zu den Containern, zu dem Container, wo auch nochmal Toiletten und Duschen sind. Die zeige ich euch kurz und dann sind wir auch schon hier mit dem Offroad-Park durch. Das Gelände werde ich euch nicht zeigen, das könnt ihr dann in einem Video, was folgen wird oder jetzt schon gekommen ist. Ich weiß immer nicht, wie rum, wann ich die Videos veröffentliche. Könnt ihr dann ein bisschen was sehen, was euch da drin erwartet. Was ich euch sagen kann, hier kannst du schön trailen. Du hast hier einen kleineren Berg und da hinten rechts einen größeren Berg. Und da gibt es ein paar Abfahrten, die würde ich mit dem ATV nicht fahren. Ne? Da sind wir mit dem Buggy runter. Das ist schon ein bisschen tricky. Ansonsten hast du sehr viele Stellen. Du musst, also das Gelände ist riesengroß. Ach so. Da fällt mir noch ein, wenn ihr hier seid oder am Abstellplatz, nehmt euer Handy, markiert euch in irgendeiner App. Ich habe zum Beispiel bei meine Karten gemacht, beim iPhone. Mir den Standort hier als Zuhause praktisch markiert, damit ich, wenn ich im Gelände bin, nicht mehr weiß, wie ich zurückkomme, weil es wirklich ein bisschen unübersichtlich ist, hierher finden kann. Das nur als kleiner Tipp nebenbei. Na, gut. Weiter geht's. Fällt mir noch was ein. Ach so, Stromanschlüsse. Siehst du, habe ich ganz vergessen. Da, wo wir waren bei den Toiletten und den Duschen unten am Stellplatz 2, da ist auch ein Stromanschluss vorhanden. Ne? Juti. Weiter geht's, wie gesagt. Jetzt zum Container. Da muss man ein bisschen laufen. Ne? Wenn man hier hinten auf der Wiese ist, ist das kein Thema. Ihr seht es ja gerade aktuell. Da ist auch nochmal ein Stromkasten. Hier hinten für den Wiesenbereich. Hier kann man auch früher kann man kapieren. Ja. Wo ich das erste Mal hier war, vor 3 Jahren, standen wir hier unten. Hier. Und da war kein Strom, da war keine Toilette, da war keine Dusche, da war nur das Clubhaus. Katastrophe. Ja, Freddy ist gerade am Basteln. Der Druckminderer ist dann nämlich kaputt gegangen. Da baut er jetzt einen neuen ein. So, der Freddy ist fertig. Jetzt gehen wir mal zusammen rein. So, dann kommen wir hier rein. Dann haben wir schon als erstes die Toilette. Also tipptopp, die einen oder anderen werden es kennen aus Peckwitz, da standen ja auch viele Jahre Dusch- und Toilettencontainer und die waren auch immer sauber und gepflegt, also das funktionierte wunderbar. Hier haben wir 2 Pissoirs, Mülltonne,
Und dann kommen wir in den hinteren Bereich. Hier haben wir Waschbecken. Ist auch schön warm, ja. Hier Heizung drin ist bei dem Wetter natürlich toll. Hier haben wir schön ein paar Waschbecken. Zwei Duschen, eine Therme, Heizung, Wasserkraftwerk. Ja, so sehen die halt aus, ne? Wie gesagt, man kennt's. Für diejenigen, die das Backwitz schon erlebt haben. Wunderbar, funktioniert, kommt warmes Wasser raus, man wird sauber. Was will man mehr? Und man steht, wenn man aus der Dusche kommt, nicht im Kalten und friert sich den Hintern. Ja, viel mehr gibt es da auch nicht zu sagen zu diesem Container. Dann gehen wir mal wieder raus. Tür zu, damit hier nichts einfriert. Ja, meine Lieben, ich denke mal und ich hoffe, ich habe euch alles erklärt, euch alles gezeigt. Ihr seid jetzt im Bilde. Das mit dem Kontakt mit Freddy habe ich gleich nochmal gesprochen. Facebook ist er auch vertreten. Wie gesagt, Instagram ist er vertreten. Und da sind auch seine Telefonnummer hinterlegt oder wie gesagt, seine E-Mail-Adresse. Da kann man den Kontakt zu Freddy aufnehmen und ihn dann alles Mögliche fragen etc. etc. Gut, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen was gebracht. Ihr wisst Bescheid. Ihr habt vielleicht auch mal Bock, hier zu Freddy zu fahren, nach Polen. Nähe Jelenia Gora. Ist eine geile Geschichte. Gut. Ach so, einen kleinen Tipp noch von mir. Für die, die noch nicht in Polen waren, die aber mal herfahren wollen. Und ne, man tankt ja in Deutschland voll, fährt los. Und dann stellt man ja irgendwann fest, oh, man braucht noch mal Sprit. Dann fährt man natürlich in Polen an der Tankstelle. Ganz logisch, ist ja günstiger hier. Ne? Für die Raucher, hier gibt es auch Zigaretten, die sind auch um einiges günstiger. Ja, und dann bezahlt man mit Karte. Man bezahlt mit Karte und dann kann man auswählen, soll ich in Zloty bezahlen oder soll ich in Euro bezahlen. Und genau da ist der Trick, ihr bezahlt in Zloty. Das ist am Ende noch günstiger. Jo, das war's bis dahin. Vielen Dank. Bis zum nächsten Video. Ringe hauen, euer Bagierze. Ciao, ciao.